Leere Schaufenster, verschlossene Türen. Auf der Rückseite wird das verladen, was übrig geblieben ist. Übrig geblieben von einer über 60-jährigen Geschichte. Zurück bleiben auch die Angestellten, wie Anja Dobroschke. Ein Abschied, der schwerfällt. Ja, wir befinden uns ja schon seit dem 13.03., seit dem Tag der Verkündigung, in diesem Prozess der Abwicklung dieser Filiale. Und das kann man mit Worten einfach nicht beschreiben. Das ist ein Sterben auf Raten. Es ist ein Abschied auf Raten seitdem. Der Prozess, der wird relativ schnell angeleiert mit der Abvermarktung der Filiale. Und wer hier noch gewesen ist zum Einkaufen, gesehen hat, was hier passiert ist, also es gibt kaum was Schrecklicheres, als eine Filiale und einen Arbeitsplatz so verlassen zu müssen. Am vergangenen Samstag hat die Filiale zum letzten Mal ihre Türen geöffnet. Auch für Dirk Voss war es der letzte Arbeitstag in der Filiale. Besonders lang war er nicht. Nach wenigen Stunden war auch der Rest der Waren verkauft. Danach schließen die Türen der Filiale ein letztes Mal. Ja, war nochmal ein ganz schrecklicher Tag. Nicht nur für mich persönlich, sondern für unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ja Samstag nur noch aufgemacht von 9.30 Uhr bis kurz nach 11. Die war keine Ware mehr da. Man hat sich dann entschieden, das Haus um 11 Uhr zu schließen. Hab dann die letzte Durchsage gemacht zu den Mitarbeitern. Waren alle sehr ergriffen, sind viele Tränen geflossen, alle noch mal im Arm genommen. War schon eine emotionale Situation, die wir da hatten. Ja. Die Geschichte von Galeria Kaufhof an der Düsseldorfer Straße ist nun zu Ende. Für die Angestellten aber geht es weiter. Wie genau? Längst nicht für alle ist das jetzt überhaupt klar. Also es sieht nicht ganz so rosig aus, wie es dargestellt wird. Ich muss dazu sagen, die Arbeitsagentur hier in Duisburg unterstützt uns da sehr. Zwei Kolleginnen haben bei der Stadt einen Job gefunden, bei der Stadt Duisburg. Aber es sind noch, sagen wir mal, 30% haben erst einen Job. Die anderen suchen noch, stehen kurz bevor oder haben noch gar nichts. Also es ist etwas schwieriger, als es dargestellt wird. Wir drücken allen Mitarbeitern die Daumen, dass sie bald einen Job finden. Wir unterstützen auch als Betriebsrat noch. Wir versuchen da noch Kontakte zu knüpfen. Aber leider sind noch nicht alle untergekommen. Das Aus der Galeria-Filiale ist für den Konzern aber nicht die einzige Schließung in Duisburg. Ein paar hundert Meter weiter die Karstadt-Filiale im Forum. Das Karstadt-Restaurant auf der Dachterrasse des Einkaufszentrums, auch hier ist seit Samstag Schluss, die Küche geschlossen. Zurück an der Düsseldorfer Straße macht sich Anja Dobroschke Gedanken über die Zukunft. Die eigene und die der Kolleginnen und Kollegen. Denn eine neue, gleichwertige Stelle zu finden, ist nicht unbedingt leicht. Nein, da ist schon eine starke Unsicherheit. Vor allen Dingen, wir sind ja jetzt auch seit Jahren wieder, dass wir den Weg zum Arbeitsamt gehen mussten. Dann wird ja auch viel von Politikern gesagt, der Markt ist voll, der Arbeitsmarkt. Deutschland sucht halt Fachpersonal, aber halt zu nicht so guten Bedingungen, muss ich ganz einfach dazu sagen. Das Fachpersonal wird oftmals nicht dementsprechend bezahlt. Und ich muss sagen, meine Kolleginnen und Kollegen haben diesen Beruf gelernt, haben das jahrelang mit Liebe gemacht. An der Düsseldorfer Straße wollen die Mitarbeitenden auch nach der Schließung in Kontakt bleiben und sich gegenseitig unterstützen. Denn am Zusammenhalt soll auch das Ende der Filiale nichts ändern.